Moin. Ich nehme euch heute mit zur Klauenpflege. Die Klauenpflege gehört mit zu den wichtigsten Hygieneschritten im Milchviehbereich. Denn Rinder sind eigentlich Zehenspitzengänger und Weichbodengänger. Das heißt, sie sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, auf hartem Boden zu laufen und vor allem lange zu laufen. Dadurch können wiederum kleine Läsionen, also Blutungen, in den unteren Hautschichten entstehen, was die Rinder wiederum anfällig macht für Bakterien und Pilze. Und das Ganze spielt natürlich auch zusammen mit der Feuchtigkeit der Laufgänge, also den Laufwegen der Kühe im Laufstall. Das heißt, diese müssen besonders trocken gehalten werden, vom Schieberoboter mehrmals täglich abgeschoben werden, sodass die Wege wirklich gut abtrocknen können. Ein weiterer Faktor sind die Liegebuchten und die schauen wir uns jetzt mal an. So, wichtig ist erstmal, dass genügend Liegeboxen für alle Tiere zur Verfügung stehen, also sprich Boxen-Tierverhältnis 1:1 wäre optimal. Damit jede Kuh die Chance hat, zwischen den Melkzeiten und zwischen den Fresszeiten sich ausreichend auszuruhen. Das ist eben auch sehr wichtig, damit die Klauen genügend entlastet werden. So, wir gehen jetzt mal zum Klauenpflegestand und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Als erstes wird die Kuh aus einem Vorwartebereich in den Klauenpflegestand getrieben und mit einem Bügel hinten fixiert. Außerdem wird sie mit einem unter dem Bauch verlaufenden Gurt etwas angehoben, sodass sie gewichtstechnisch entlastet wird. Als nächstes wird die Klaue mit Wasser gereinigt, sodass man sauber arbeiten kann. Und das Wichtige ist immer, dass man die Außenklaue etwas kürzer hält, denn das meiste Gewicht der Kuh lastet auf der Innenklaue und die nutzt sich dann von selbst schon ab. Und damit das Gewicht eben gleichmäßig verteilt ist, muss man jetzt die Außenklaue längentechnisch an die Innenklaue anpassen und das macht Henry hier gerade mit dem Hufmesser. So, hier überprüft Henry jetzt mit dem Klauenspalter den Zwischenraum zwischen den beiden Klauen und schaut eben, ob hier eventuell schon entzündliche Prozesse, wie beispielsweise Montelaro, vorhanden sind. Den Zwischenraum zu überprüfen ist sehr, sehr wichtig, denn das ist ein relativ abgeschotteter kleiner Raum, wo sich gut Bakterien vermehren können. Also es ist sehr warm da und oftmals auch feucht, dadurch, dass die Rinder natürlich hier auf dem feuchten Boden laufen. Und deswegen muss dieser Zwischenraum einmal ganz besonders kontrolliert werden, weil er auch eben durch das Klauenbad erfasst werden kann. Deshalb muss das einmal nochmal aufgespritzt werden und wenn da was sein sollte, eben einmal mit einem Desinfektionsspray ausgesprüht werden. So, damit ist die Kuh auch schon fertig. Sie wird dann aus dem Klauenpflegestand entlassen und darf dann wieder zurück zur Herde gehen.